Hallo zu einer neuen War Thunder Newsweek-Folge. Heute sind es relativ wenig Themen. Und das erste Thema geht um die Flugmodelle und die Physik der Helikopter in War Thunder, die ja mit dem Update 1.81 in das Spiel finden werden. Und grob gesagt, man kann wie beim Flugzeug wieder unterscheiden zwischen einer Vollsteuerung, einer realistischen, vereinfachten oder einer Maussteuerung. Und bei den vereinfachten Steuerungsarten hilft der Ausbilder natürlich ein bisschen mit. Der übernimmt dann die Steuerung von den Hebeln und Pedalen. Natürlich nicht bei der vollständigen, da muss man das dann selber machen. Und genau, was eigentlich noch interessant ist, es gibt so eine Schwebefunktion, da drückt man zum Beispiel dann H und dann bleibt der Helikopter einfach auf der Stelle stehen. Das ist dann wahrscheinlich sehr nützlich, wenn man vielleicht mal irgendwelche Panzer verfolgt, dass man nicht so rumwackelt. Aber falls ihr euch noch mehr interessiert, ich habe den Link in die Beschreibung gepackt, da könnt ihr euch mal diesen ganzen Text mal durchlesen. Das ist eigentlich relativ interessant, wie sie das umgesetzt haben, die Steuerung von den Helikoptern. Genau, und ab zum nächsten Thema würde ich sagen. Für die Schiffe wurden außerdem zwei neue Karten vorgestellt. Einmal der Mittelmeerhafen, das soll so die Küste Italiens repräsentieren. Und einmal Golf der grünen Berge. Das soll dann eher so an die Küste von Nordeuropa und Skandinavien erinnern. Außerdem wurde ein neuer Panzer vorgestellt, der BMP-2. Das ist ein sowjetischer Amphibienpanzer, hat eine 30 mm Kanone, damit kann man die westlichen Panzer zumindest zeitlich relativ gut durchdringen, die halt leicht gepanzert sind. Und was man jetzt nicht vergessen sollte, er kommt ja mit Update 1.81 rein und da werden auch die Helikopter da sein und mit dieser 30 mm Kanone kann man auch gut Helikopter abschießen. Außerdem hat er auf dem Dach natürlich auch noch seine ATGM-Raketen. Da kann er auch dann schwer gepanzerte Panzer von vorne knacken. Und zum Schluss gab es noch zwei Server-Updates, das erste am 5.9. und da betrifft es eigentlich nur ein Flugzeug, nämlich die FJ-4B VMF 232 Ballpup. Und da heißt es, die Möglichkeit, gelenkte AGM-12 Ballpup-Raketen ohne Erforschung der erforderlichen Modifikation einzusetzen, wurde korrigiert. Und das zweite Server-Update kam einen Tag danach, am 6.9. und da heißt es, ein Fehler, bei dem nach dem Angriff von Verteidigungsstrukturen mit HE-Granaten oder Fliegerbomben in Assault-Tank-Arcade-Missionen diese Strukturen verschwinden, wurde behoben. Und somit sind wir schon wieder am Ende vom Video. Ich hoffe, es war wieder informativ und dann bis zum nächsten Video. Ciao!